Also für mich war es immer so, ich habe mal gedacht, ach, ich bin wohl wahrscheinlich der Einzige, der jetzt hier so versucht abzuhauen oder so. Und man fühlte sich so irgendwie, wir haben es keinen gesagt, also weder unseren besten Freunden noch meinen Eltern, niemanden erwähnt, dass wir rüber wollen. So, dann aber wahrscheinlich an unserem Verhalten oder weiß nicht, ob wir uns anders verhalten, kann ich nicht sagen. Für mich eigentlich damals, nee, nicht. Das war natürlich ein bisschen westlich angehaucht, immer waren wir klar, weil wir die ganzen Klamotten aus dem Westen gekriegt haben. Wir haben klar auch viele Sachen westmäßig benutzt, war für uns gang und gäbe. Kaffee gab es für uns meistens aus dem Westen und so wie Zahnpasta, Waschpulver und ja, was immer diese typischen Westpakete war, Strumpfhosen, Lux-Seife und Maggi und so was und Puddingpulver, das war meistens in diesen Paketen drin. Und meine Jeans oder irgend so was. Wenn man sich das da halt gewünscht hat. Und da war man immer so ein bisschen westlich angehaucht, aber man hat also nicht, wir hatten nicht den Eindruck, wir benehmen uns so, dass sie merken, wir wollen abhauen. Im Gegenteil, wir haben uns so, ja, ganz normal benommen, ja, und hier, wir mal sehen, so einen Urlaub fahren und mal so an die Ostsee und mal gucken und so, versucht immer noch abzulenken. Und die Sache ist dann aber durch eine, sag ich mal, ganz dumme Geschichte aufgeflogen, dass es verraten wurde. Und dieser Verrat ist leider so, ist entstanden durch meinen Vater. So, wir haben zusammen in einem Haus gewohnt und der praktisch sich geäußert hat. Er hat den Verdacht in seiner Firma, der hat auch bei der Reichsbank gearbeitet. Ich habe das Gefühl, mein Sohn will abhauen. In dieser Runde, wo er das gesagt hat, war ein Informant der Stasi, der natürlich, das natürlich sofort weitergemeldet hat. Jetzt kam so ein ganzer Apparat so richtig in Bewegung, ging so ganz langsam los. Ich habe also die Stasi-Unterlagen ja alle angefordert. Da kann man sich ja so richtig so nachlesen, wie ist es jetzt weiter passiert? Was ist da jetzt passiert? Und da wurde was aufgebaut, wenn man das heute so betrachtet. Ein Hammer. Ich war damals 20 und die haben 7 Stasi-Leute auf meine Person angesetzt. Muss ich mal überlegen. 7 erwachsene Offiziere der Staatssicherheit wurden auf mich angesetzt, weil die gedacht haben, ich bin jetzt hier der oberste Staatsfeind oder sonst wird. Es war bekannt, dass mein Schwiegervater damals, der war damals so in Hamburg in der CDU zugange mit, dass der also ganz was Großes sein müsste. Er war Computerverkäufer und also, wer weiß, was das für eine Type ist. Und das muss also ganz was Schlimmes gewesen sein für die Stasi, denn die haben da richtig so einen Apparat dann in Gange gesetzt. Und noch durch Äußerungen, ja, man, vielleicht ist es ja ein Agent, also mein Schwieger, das könnte ja sein, dass irgendwas ist. Und so. War alles so in den Stasi-Unterlagen. Und dann haben die angefangen, das zu verfolgen, die Stasi, haben uns beobachtet, uns beschattet. Haben Sie das gemerkt? Wir haben, es gab es dann irgendwann gemerkt, dass plötzlich immer, ich habe in einer Straße gewohnt, wo ich alle Leute kannte, weil ich da aufgewachsen bin und ich wusste, Meier, Schulze, Krause haben kein Auto, Lehmanns haben ein Auto und die haben das Auto und die haben das Auto. Und plötzlich stand immer ein Wartburg mit Berliner Kennzeichen immer in dieser Straße, immer. Und immer saßen zwei Typen drin. Ist aber nicht unauffällig, ne? Nö, natürlich nicht, ne? Und da wusste ich sofort, weil ich ja nur wusste, weil für mich war ja klar, ich will abhauen, da habe ich gedacht, das ist doch bestimmt Stasi oder so, oder da passt doch irgendwas nicht. Und dann war es so, dass wir uns ja ganz normal weiter benommen haben, aber immer das Gefühl hatten, da sind Leute hinter uns her. Ich hatte damals ein Motorrad gehabt und habe meine Frau ja vom Bahnhof abgeholt, wir haben eine kleine so Kinderkrippe gebracht und immer folgte uns dieses Auto. Zum Anfang habe ich gedacht, naja, vielleicht ist auch nur ein Zufall. Bis ich dann gedacht habe, fahr doch jetzt mal einen Weg mit dem Motorrad, wo man eigentlich normal nicht fahren würde. Ups, waren die hinter da dran. Blieb dieses Auto immer dran. Gut, dann bin ich ein bisschen schneller gefahren und habe gewendet. Und wieder entgegengesetzt gefahren. War auch wieder gewendet. So, komisch. Bin die dann ein paar Mal auch entkommen, so mit dem Motorrad, so ein Spielchen getrieben dann. Stand hier dann auch alles in den Stasi-Akten steht drin, dass sie aus verkehrstechnischen Gründen haben sie den Kontakt verloren und so weiter. Bin ihnen einfach weggefahren, weil ich Wege gefahren bin, wo sie halt nicht nachkommen konnten. Ne? Und steht dann so richtig drin. Und dann war es so,
dann war im März gewesen, im März 1974, ja, März 1974. Da habe ich gemerkt, war draußen im Wohnzimmer stand, auf dem Fenster geguckt und habe ich auf der Straße zwei Männer langlaufen sehen. So typisch bekleidet, wie man das früher aus dem Film kannte von der Gestapo oder so. Ne? Die sahen auch so ähnlich aus, bloß so beigefarbene Windjacken an oder ein Anorak oder so. Also die sahen immer so ein bisschen gleich aus, ne? Die sahen immer schon so komisch aus. Und da laufen zwei so eine Typen. Da bin ich so in meiner Verlobten, ja, ich sage, Mensch, du Tina, da waren eben zwei so eine Typen vorbeigegangen. Ich gehe mal gucken, wo die hingegangen sind. Ne? Dann bin ich zum Gartentor gegangen, so rausgeguckt. Ach, die sind die Straße runtergegangen. Aha. Na, ich zu meiner Verlobten gesagt, pass auf, ich fahre mal jetzt rasch mit dem Mofa, so einen Bäcker und holen noch ein Brot. Na, okay. Ich bin mit diesem Dings losgefahren und da merkte ich, zack, war ein Wartburg hinterher und bin noch ein Stück weitergefahren und dann habe ich gemerkt, der kommt immer hinterher und bin wieder an so einen Waldweg gefahren, wollte mit dem Auto hinterher, haben mich geschnitten, gleich rausgesprungen und die erste Frage war, zeigen Sie mal Ihren Personalausweis, das weiß ich noch. Ich sage, habe ich nicht dabei. Ja, haben Sie nicht dabei, dann kommen Sie mit. Und zack, saß ich schon in diesem Auto. In diesem Auto sind wir dann mit dem Wartburg bis nach Berlin reingefahren, in die Keibelstraße. Und da wurde ich sofort verhört.